Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Weltenbaustelle. Heute wollen wir uns einem Thema widmen, das für manche vielleicht wichtiger ist wie für andere, den Göttern. Auch wenn heutzutage viele Menschen nicht mehr an einen oder mehrere Götter glauben, kann der Glaube beim Erschaffen einer Welt eine wichtige Rolle spielen, wie wir auch schon in der vorherigen Folge kurz angesprochen haben. Deswegen sind auch heute wieder meine Wenigkeit, Markus und Brigitte, hallo. Dabei, um kurz über das Thema der Götter zu sprechen. In vielen Kulturen kommt es ja vor, dass sich ein eigener Mythos um die Existenz der Welt, der Existenz der Bewohner erschafft. Dieser Glaube kann Kulturen maßgeblich beeinflussen. Brigitte, wie gehst du an das Thema der Götter heran? Ich würde zuerst überlegen, gibt es etwas Göttliches in dieser Welt? Ich würde es direkt noch nicht festlegen, wer, was, wie viel etc., sondern wirklich nur festlegen, gibt es etwas Göttliches? Und ist dieses Göttliche real oder glauben nur die Menschen daran? Denn das macht einen großen Unterschied. Danach erst würde ich festlegen, gibt es eine oder einen Gott oder gibt es mehrere Götter, also ein ganzes Götterpantheon? Und wie mächtig sind sie? Oder ist er, sie, es? Ist es ein omnipotentes Wesen oder verkörpert dieses Göttliche nur Aspekte, bestimmte abstrakte Begriffe oder Orte? Und ist dieses Wesen oder sind diese Wesen Weltenerschaffer bzw. der Erschaffer, die Erschafferin dieser bestimmten Welt? Wenn man diese ersten Punkte mal für sich geklärt hat, eine Welt ein bisschen geschaffen hat und dieses Thema der Götter vielleicht weiter oder vertiefend eintauchen möchte, was gibt es denn noch für Schritte oder Punkte, auf die man aufpassen sollte? Wichtig wäre vielleicht noch, gibt es gute und böse Götter oder gibt es etwas dazwischen? Interessant wäre auch, ob sich die Anzahl der Götter geändert hat im Laufe der Zeit. Sind sie mehr oder weniger geworden? Da kann man zum Beispiel dann auch einen Götterkrieg einbauen, der sie dezimiert. Oder sie haben sich vermehrt. Man weiß es ja nicht. Je nachdem, was man in der Welt benötigt. Ein weiterer interessanter Punkt wäre auch, wo existieren diese Götter? Gibt es eine Heimstatt? Gibt es so etwas wie den Olymp, einen Berg, der irgendwo in der Nähe der Menschen ist? Oder einen anderen Ort, wo die Götter leben? Oder die Göttin? Und wie ist die Beziehung zwischen den Göttern und den Menschen? Was meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte ist. Und wenn wir schon bei dem Thema der Götter sind und auch, nachdem wir es ja auch in der vorherigen Folge mal kurz angesprochen haben, deine Welt Alvaria, die du erschaffst oder zum Teil schon erschaffen hast, wie hast du diesen Aspekt der Götter nach Alvaria gebracht? Ich habe lange überlegt, welche Art von Göttern ich erschaffen möchte. Durch das, dass ich alte Geschichte studiert habe, kenne ich natürlich viele verschiedene Götterpantheon und habe mir überlegt, was ist besonders interessant und bin dann bei den Mesopotamiern gelandet. Was macht die Mesopotamier so interessant? Nun ja, es gibt dort sogar einen kleinen Mythos, wo die Götter sich versammeln und überlegen, ob sie die Menschen nicht abschaffen wollen, wo sie dann zum Schluss kommen, dass sie die Menschen brauchen, weil diese sie ernähren. Durch diese leben diese Götter eigentlich. Und in Mesopotamien haben die Menschen das damals sehr genau gewusst. Wie muss man sich das vorstellen? Aspekt geglaubt haben, ist er dadurch stärker geworden, also oder hat Macht
bekommen, wenn man so will. Genau, und genau diesen Aspekt habe ich besonders spannend gefunden. Im Gegenzug bedeutet das ja eigentlich auch, wenn die Leute, also die Menschen, aufhören, an einen Gott zu glauben, wird er schwächer. Genau, und in der Endkonsequenz könnte er sogar sterben. Okay. Das ist meiner Meinung nach etwas ganz Besonderes in diesem Pantheon. Das klingt spannend. Und genau deswegen habe ich mir das für meine eigenen Götter überlegt. Nur etwas abgewandelt. Meine Götter sind Aspekte. Abstrakte Aspekte wie zum Beispiel Glück, Inspiration, Liebe, auf das Wesentliche reduziert. Aber wie ist das dann bei verschiedenen Kulturen, wenn wir das jetzt mit unserer Geschichte vergleichen? Wir haben auf der einen Seite die Griechen, auf der anderen Seite die Römer, geografisch getrennt, haben aber einen sehr ähnlichen Götterpantheon. Ares, der Kriegsgott der Griechen, Mars, der Kriegsgott der Römer. Wie würde so ein Aspekt, wenn verschiedene Kulturen an das gleiche Thema oder die gleiche, wie soll man es nennen, Göttlichkeit glauben, in deiner Welt aussehen? In meiner Welt gibt es eben, wie gesagt, dieses göttliche Wesen, was einen Aspekt verkörpert. Und dieser Aspekt wird in verschiedenen Kulturen als andere Gottheit verehrt, nährt aber diese selbe Göttlichkeit. So kann ein Aspekt, zum Beispiel Glück, in der einen Welt ein männlicher Gott sein, der nicht nur für Glück steht, sondern vielleicht auch für Handel und Gaunerei. Das finden wir in sehr vielen Kulturen. Und der Glaube daran nährt diesen Glückaspekt, dieses göttliche Glück. In der anderen Kultur gibt es vielleicht einen weiblichen Gott, wo Glück mit Fruchtbarkeit zusammenhängt. Dieser Glaube nährt genauso den Glückaspekt. Also sind meine Götter sehr neutrale, undefinierte Wesen, die jedoch und dann auch auf dieser Welt zu finden sind, die auch diese Welt betreten können. Und je nachdem, wer an sie glaubt, haben sie ein anderes Aussehen, eine andere Kultur, eine andere Geschichte. Aber weil du gerade auch gesagt hast, deine Götter sind neutral, das wird dann auch bedeuten, dass ein Gott, der hat kein Problem damit, wenn sein Aspekt Glück zum Beispiel für Gut und Böse verwendet wird. Genau. Weil sie wirklich nur neutral sind. Nur der Mensch gibt ihnen, beziehungsweise eine andere Kultur, es gibt ja nicht nur Menschen in meiner Welt, diese Bewohner, die Glaubenden, geben ihnen eine schlechte oder eine gute Konnotation. Verstehe. Was sich natürlich dann auch wahrscheinlich kulturkreisbezogen in verschiedene Rituale, Verehrungsformen, beziehungsweise vielleicht auch Priesterschaften widerspiegelt. Genau, ja. Aber das ist ein sehr großes Thema. Ich glaube, dem sollten wir vielleicht eine eigene Folge widmen. Das ist sicher eine gute Idee für die Zukunft. Und dann wären wir hiermit auch schon wieder fast am Ende dieser Folge. Ich würde nur kurz sagen, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns einfach unter podcast@carapaz-crafts.com. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.